Hallo zusammen, heute wollen wir auf Spurensuche gehen nach Relikten aus einer Zeit, als eine der weltweit bekanntesten Sängerinnen im Südwesten Deutschlands beheimatet war. Es geht um Alanis Morissette. Von 1977 bis 1981 wohnte sie mit ihrer Familie in Heiligenzell, einem kleinen verschlafenen Ort am Rande des Schwarzwaldes. Ihre Eltern waren beide Lehrer und da zu der Zeit mehrere tausend Soldaten der kanadischen Streitkräfte in La stationiert waren, übernahm sie die Aufgabe, die Kinder des Militärpersonals zu unterrichten. Entsprechend verbrachte Alanis Morissette einen Großteil ihrer Kindheit in Deutschland. Wo genau sie damals gewohnt hat, das schauen wir uns jetzt an, also seid dabei. Sicher die spannendste Frage hier ist, wo genau das Haus steht, in dem sie gewohnt hat. Mit Recherchen im Internet wird man hier nicht besonders weit kommen. Da hilft es nur, direkt vor Ort nachzufragen, bei alteingesessenen Heiligenzellern. Und tatsächlich ließ sich jemand finden, der sich an die Zeit erinnern konnte. Die Adresse ist die Riedstraße 25. Doch besucht man dann besagte Adresse, sieht man genau gar nichts, außer einer Baustelle. Denn genau in diesem Jahr wurde das Haus leider abgerissen. Zumindest auf Google Maps ist das Haus aber noch zu sehen. Es soll ein gelbes Haus gewesen sein, das einer gewissen Frau Keller gehört hatte, die damals auch die Rolle der Nanny für Alanis übernahm. Alanis wohnte mit ihrer Familie im zweiten Stock. In der Vergangenheit soll Alanis immer wieder mal, wenn sie gerade in Deutschland war, ihre alte Heimat besucht haben, so zum Beispiel auch im Jahr 1995, als sie in einer vom SWR organisierten Aktion zusammen mit Anke Engelke und eben der Frau Keller die Orte ihrer Kindheit in Heiligenzell aufsuchte. Was hingegen im Ort noch zu finden ist, ist der ehemalige Kindergarten, den Alanis Ende der 70er besuchte. Es hat schon etwas Eigenartiges, wenn man sich vorstellt, dass hier in diesem Garten ein Weltstar seine Kindertage verbracht hat. Die Zukunft des Gebäudes ist jedoch sehr ungewiss. Da es äußerst sanierungsbedürftig ist, wird auch hier aktuell über einen möglichen Abriss diskutiert. Leider scheinen sich so langsam die letzten Zeitzeugen immer mehr zu verabschieden. Nur unweit von Heiligenzell entfernt befinden sich weitere Zeugnisse aus der Zeit, als im Südwesten die kanadischen Streitkräfte stationiert waren. Hier am Flughafen ist zum Beispiel noch ein Starfighter der Royal Canadian Air Force ausgestellt. Ein Flugzeug, das den Ruf hatte, nicht gerade besonders zuverlässig gewesen zu sein. Im Nachbarort ist 1975 eines der Flugzeuge direkt auf den Friedhof abgestürzt. Überall auf dem Gelände kann man noch den alten Flugzeugbunkern der Kanadier begegnen. Das Ganze hat schon einen besonderen Charme und dürfte gerade für Freunde verlassener Orte einige interessante Fotomotive bieten. Ja, dann war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Video etwas gefallen. Also macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.